kennt ja aus Amerika vielleicht diese Beauty-Pageant-Contests oder wie die heißen, wo dann die Fünfjährigen wie erwachsene Frauen geschminkt werden. Ganz, ganz unangenehm. Und genau das passiert in der Mini-Playback-Show. Und noch viel mehr. Ihr werdet sehen, das ist so schlecht gealtert. Es ist hervorragend. Die Grundprämisse ist einfach, dass ein Kind eine Choreo lernt von irgendeinem Idol. Und dann wird dieser Song da live abgespielt. Und das Kind tut so, als würde es diesen Song singen und performen. Guckt erstmal rein, damit ihr erstmal versteht, was ich meine mit unangenehm. Ich skipp rein und ist direkt schon erstmal ein bisschen komisch. Boah, mit echten Pailletten. Boy, feels like heaven. Schön? Hm? Es ist halt so hart, weil das so Uncanny Valley ist, weil das ist so ein fucking Hobbit-Körper. Aber das Gesicht sieht halt plötzlich wirklich so alt aus irgendwie. Aber es ist noch nicht das Kontroverse, was ich meine. Es wird noch besser. Hör mal, da musst du ja ganz clever sein. Wie hoch ist dein IQ? Was? Wie viel hier so oben reingepackt ist, ne? An Intelligenz. Gar nichts eigentlich. Das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Das ist schon ziemlich gut. Oh, weil eine Snow Woche oder mit so, dem Lied Infamer. Snow! So, Snow mit Infamer. Der Auftritt. Der hat eine Kontroverse mitgebracht. Hier unten sind nämlich die Originalen. Man erkennt es noch nicht so gut, aber er hat halt wirklich einfach Blackface. Und jetzt aber möchte ich nochmal von dem Blackface weglenken zu diesen 14-Jährigen oder so, die da dancen. Und da wird gleich so mit der Kamera so lang über ihren Körper gefahren. Hier, Alter, das ist schon alles echt ein bisschen komisch. Wenn die jungen Mädels da so tanzen und die Kamera da so lang fährt für so ein Millionenpublikum, das hat dann schon ein Geschmäckle. Alter, hier. Das ist schon einfach ein bisschen seltsam. So. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach so geil, wie unschuldig er da mit seinem braunen Gesicht rumsteht, ey. Ich habe hier auf dem Monitor geschaut. Wie happy er ist mit seinem Blackface, Alter. Es ist so gut. Die Beine, der Mund, alles wirbelte. Was ist das für Commentary, Alter? Die werden dafür bezahlt. Die gehen dahin, müssen fünfmal irgendwas kurz sagen, ziehen sich danach eine Ladung Koks rein und feiern den ganzen Abend, werden dafür bezahlt. Und dann fällt ihnen nichts Besseres ein, als die Beine alles wirbelt zu sagen. Die Nummer zwei. Da, Alter, die ist komplett down. Die hat gedacht, sie wird erster Platz. Da hat bestimmt, Alter, sie ist richtig enttäuscht, Mann. Die sprechen kein Deutsch. Ach, die hier sind wirklich die Weather Girls, Alter. Wir müssen ein bisschen Englisch reden, weil die sprechen kein Deutsch. Ist das schon wieder? Der ist ja auch geblackfaced, Alter. Der ist vor den Weather Girls geblackfaced. Es wird ja immer besser, Alter. Wie der da hinten steht, Alter. Das ist ja großartig. Kann das wirklich sein, dass sie gerade in der Sendung lernen, wie heißt du eigentlich? Wie wirst du ausgesprochen? Yes. You say Izora? Izora. Stimmt, Alter. Drei Namensschilder, auf denen Weather Girls steht. Das ist ja richtig gut. Wofür das denn? Die klären jetzt erstmal, wie sie überhaupt heißt. Izora. But I answer to any of it, you know. Izora. Izora. Tanz, aber auch. Alter, der schwitzt sein Blackface runter. Es schwitzt einfach weg. Geil. Und alles übers Fernsehen. Echte Werbung. Hör zu. Wichtig. Erster deutscher Mobbing-Test für Berufsschule und Familie. Was? Aktuell. Es kann von echtem Mobbing seitens des Chats gesprochen werden. Melanie aus Wolfen, wo liegt denn das? Bei Bitterfeld. Was ist denn diese Konversation? Warum ist das mal 5 Sekunden Stille? Ohne Vorderzähne? Die guckt wie Mr. Bean, Alter. Ohne Vorderzähne? Das ist Mr. Bean. Endlich mal Zwillinge. Habt ihr denn in einem Ei gewohnt? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja. Nur dann sieht's genau... Komplett traumatisiert nach dem ersten Satz. Nach dem ersten Satz schon komplett aus dem Leben raus traumatisiert, Alter. Die Weather Girls mit den Training Man. Alter, Banger. Ja, die müssen ja dann... die sind dann bestimmt geblackfaced. Ja, Alter, die werden geblackfaced. Ich freu mich. Wenn die auch ein
Alter, wenn die ein Fettkostüm bekommen, das wäre so fucking gut. Boah, aber ein bisschen ründlicher müsst ihr schon werden, ne? Wo hängt denn eine runde Sache hier? Ach, haben wir vergessen. Nein. Guck mal, was ihr da drunter kriegt. Ja, bei der Girls. Made a sink underneath. Die haben zwar jetzt einen Fettsuit, aber der bringt halt fast gar nichts. Die haben halt nur aus Prinzip jetzt einen Fettsuit, aber die sehen halt nicht mal fett aus. And I love the moving of your booty. Also, oh Gott, Alter. Und sie nickt, sie versteht überhaupt nicht, was da gesagt wird. Da stehen 7 Kinder und 3 von denen am Blackfacing. Es ist so gut, Alter.